Ball! Ja, YouTube, was geht ab? Die Michel am Start. Und ja, wir treffen uns hier wieder zum neuen Video. Und wir reden gerade über eine sehr krasse Cringe-Geschichte. Über eine sehr, sehr krasse Cringe-Geschichte. Die schon sehr cringe so. Wahrscheinlich war das in der. War das einer siebte Klasse, glaube ich. Sogar Anfang siebte Klasse. War schon mies cringe, aber wir gehen mal gemütlich rein. So, ihr müsst vorstellen, so, ich komme in die siebte Klasse rein. Übrigens, das ist ein Wunder, dass ich in die siebte Klasse reingekommen bin, weil in der sechsten Klasse habe ich nur geschwänzt, habe nur gefehlt. So, ich war unnormal faul, unmotiviert und voll scheiße, so. Also, es ist ein Wunder gewesen, dass ich überhaupt reingekommen bin in die siebte Klasse. Das habe ich meiner Mutter zu verdanken, Alter, ihren Frau. Also ich schwöre alles, ich war so kacke, ne? Ich schwöre, ich war so scheiße. Auf jeden Fall, siebte Klasse. Ne, ihr müsst vorstellen, der Raum war so strukturiert. Es gab so drei Ecken. So, es gab so einen Sechsertisch rechts, einen Sechsertisch links. Und glaube vorne war es, glaube ich, auch einer. Ein Sechser oder Vierer, bin mir nicht mal ganz sicher. Genau, und ihr müsst vorstellen, wie in den Raum reinkommt, dann ist nun mal links von euch dieser Sechsertisch, wo ich saß, mit meinen Freunden, den Ausländern, so, ne? Und wenn ihr nach vorne schaut, ist ein anderer Sechsertisch, da saßen die Deutschen, da saßen die, jetzt kommen es, die sogenannten Simulanten. Wir waren so behindert damals, wir haben damals einfach die anderen. Das war voll dumm, ich muss vorstellen, so, meine Freunde und ich, so, wir waren so die Ausländer, so, in der 7. Klasse, so richtig sauer, so, und wir haben uns Ghetto-Gang genannt, Ghetto-Gang. Was? Wir haben uns Ghetto-Gang genannt und wir haben die Deutschen Simulanten genannt. So, heute denke ich mir so, woher kam der Begriff Simulant? Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall, glaube ich, war das so, es gab auf YouTube, Video, wo so ein Typ meinte, so irgendwie Ablali ist ein Kacke-Simulant. Und das Wort fanden wir witzig und deswegen haben wir die Simulanten genannt. Also, frag mich nicht, was ich damals gedacht habe. Damals war ich lost. Ich sag immer, jeden Menschen, den ich treffe, der, keine Ahnung, irgendwas Gutes über mich denkt, sag ich immer so, ey, ich bin zwar jetzt gut, aber ich war damals behindert. Ich war damals behindert. So. Ganz weg. Ja, auf jeden Fall, es waren nur die Simulanten. Und wir haben uns sinnlos beleidigt irgendwie. So einfach so, sinnlos haben wir die beleidigt, die haben zurück beleidigt, so. Ich weiß nicht warum, wir waren Siebtklässler, was? Wie alt war ich da? 13, 14? So. Hä? So, ich denke mir auch, what the fuck? Ich muss vorstellen, Alter, in meinen jungen Jahren war ich ein bisschen, wie gesagt, behindert. Und ich war nicht nur behindert, sondern auch dreckig. So, ich war auch dreckig. Und ich denke mir so, heute denke ich mir, ey, Bruder, du warst einfach dreckig so. Warum hast du nicht einfach deine Schnauze gehalten? So, du warst einfach dreckig. So dreckig, so richtig lange Fingernägel, so richtig eklig, so. So richtig unhygienisch, unsauber so. Aber trotzdem einen auf Ghetto-Gang machen so. Junge, so cringe, ne? Ich als Kind war cringe. Ich war cringe. Ich war die sogenannte Schoko-Kachba. Ihr kennt ja noch die alten Schoko-Kachba-Videos von mir. Die müssen auch irgendwann mal wiederkommen, vielleicht irgendwann, wer weiß. Na, auf jeden Fall, ich war eine richtige Showkachwa. Eine richtige Showkachwa war ich, so verbindert. Ich habe zu viel GTA 4 gespielt, locker. Ja, auf jeden Fall, ne, ganz komisch, Alter. Wir haben uns richtig gefühlt, I don't know. Wir haben uns voll stark gefühlt, so, ja, wir sind die Ausländer, wir sind die Ghetto-Gang. Ne, obwohl, vor allen Dingen ich, unnormal dreckig war, richtig fett noch war. Übergewichtig war so. Ich war einfach ein Wichser, Alter. What the fuck? So, was wollte ich? Was wollte ich erreichen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr komisch. Sehr komisch. Hab zu viel, wie gesagt, zu viel GTA 4 gespielt. Ihr müsst wissen, ich habe damals viel GTA 4 gespielt. Und ich war auch behindert in dem Spiel. Ich habe einfach Cheats gemacht. Also, ich bin auf ein Hochhaus geflogen, habe Cheats gemacht. Also, habe so ein Auto gecheatet. Und dann bin ich mit dem Auto vom Hochhaus runtergefahren. Einfach so. Einfach so. Einfach so, ich weiß nicht. Und randomly, ganz randomly, habe ich einfach so GTA 4 zerbrochen in zwei Teile. So.
einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß nicht mehr. Als Kind, also ich finde, als Kind war ich sehr AFK im Kopf so. Naja, auf jeden Fall war ich als Kind ein kleiner Drecksack so und ja, keine Ahnung, man hat sich eben gefühlt so. Aber ey, am Ende des Tages, ich schäme mich nicht davor. So, das ist ein Teil meiner Geschichte und es ist auch witzig, heute das zu erzählen. Wisst ihr, was ich meine? Heute, ne, bin ich ein ganz anderer Mensch. Und es war witzig, so ein bisschen zu reflektieren, so was für eine Person ich eigentlich war. Naja, also ich habe noch viele andere Geschichten aus der damaligen Zeit, die ich hier noch erzählen kann. Macht Spaß, ein bisschen drüber zu quatschen, so. Ja, ihr könnt ja mal über eure Kindheits-Stories ein bisschen was erzählen, so was ihr so gemacht habt. Wart ihr auch so behindert wie ich? Wart ihr auch so lost im Kopf wie ich als Kind? Und ja, Mann. Eine kleine Ultimate-Story. Und dann geht's morgen, also wenn ihr das Video heute guckt, am Release-Date, geht's morgen mit Ghost of Tsushima weiter. Sehr, sehr geiles Spiel, sehr wildes Spiel. Und ja, sag's immer wieder, lol. Sag's mir wieder, seid so ultimativ wie der Ultimate Michel. Bildet keine Ghetto-Gang. Bleibt euch treu. Werdet immer besser und stärker. Und bildet keine Ghetto-Gang. Das ist nicht gut.